In Israel haben erneut zahlreiche Menschen gegen die Justizreform demonstriert, wie hier in Tel Aviv. Auch in anderen Städten gab es Proteste. Gegen die Reform der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gibt es seit Monaten Massenproteste. Kürzlich verabschiedete das Parlament die sogenannte Angemessenheitsklausel. Sie nimmt dem obersten Gericht die Möglichkeit, Regierungsentscheidungen als unangemessen einzustufen und sie damit außer Kraft zu setzen. Kritiker fürchten nun um die Demokratie in Israel. Befürworter argumentieren mit einer Wiederherstellung des Gleichgewichts bei der Gewaltenteilung.